Aber schaut, schaut auch auf diese Jugendlichen. Wie viel Nutzen bringen sie der Umma? Man kennt von ihnen nichts anderes als Fitna. Sag, kennt ihr solche Leute der Fitna? Die nur sagen, der ist Kafir und der ist Fasid und der ist Mubtadi und der und der. Und du bist der größte Jahil. Ein Brief von Abu Bara. Denn wenn du wallahi wahrhaftig wärst gegenüber Allah, dann würdest du dich erstmal mit wem beschäftigen? Mit dir selber. Ja, ayyuhalladhina amanu. Qum anfusakum wa ahlikum nara. O ihr, die ihr glaubt, schützt euch, rettet euch und eure Familien vor einem heißen Feuer. Erstmal euch. Du selber. Ein Gelehrter, und du kennst seinen Namen, er hat alle Herzenskrankheiten auf einen Zettel geschrieben, die er hat. Wisst ihr, auf wie viel er kam? Auf über 60, ein großer Gelehrter. Wisst ihr, was er gemacht hat? Dann hat er gesagt, ich muss diese Krankheiten Punkt für Punkt abbauen. Und damit war er beschäftigt. Aber mashallah, unsere Herzen, da steht Abu Bakr Siddiq. Umar ibn al-Khattab, einer möchte dir am liebsten sein Herz zeigen. Er betet nicht richtig, er fastet nicht richtig, aber er sagte, ich habe ein sauberes Herz. Schön, dass du das so empfindest. Wallah, ist schön, dass du das so empfindest. Wa la tuzakku anfusakum. Und erklärt euch nicht selbst für rein. Wer sagt das? Allah azza wa jalla. Allah weiß am besten, wer gottesfürchtig ist. Rede, was du reden möchtest, aber Allah erkennt deine Seele am besten. O Diener Allahs, und ich möchte damit einen Brief schicken an alle, die wal'iyadu billah nichts anderes tun, außer Fitna. Schaut mal, auf der ganzen Welt kämpfen Brüder von uns, die, wo die Feinde Allahs in ihre Länder hereingekommen sind, und sie verteidigen sich zu Recht gegen diese Feinde Allahs, die reingekommen sind, um sie zu töten, um ihnen ihre Religion zu nehmen, um ihre Frauen zu vergewaltigen. Diese Brüder, möge Allah azza wa jal sie ins höchste Paradies bringen. Sie kämpfen für die gesamte Umma. Für die gesamte Umma. Und andere von dieser Umma, sie rufen die Leute zum Guten. Wo stehst du? Wo stehst du zwischen diesen beiden Leuten? Der ist schlecht und der ist schlecht. Wallahi, ich schäme mich. Und ich sage euch ganz im Ernst, mit manchen Leuten braucht man nicht mehr zu reden. Wir haben nicht die volle Gewissheit, aber es scheint so, als ob ihre Herzen schon tot sind. Möge Allah azza wa jalla uns lebendige Herzen geben.